Ich bin Pascal. Bist du bescheuert? Nein. Oh. Meiner fängt gleich an. Du bist schwanger. Ja, wie so ein kleiner Wal, ne? Glückwunsch. Danke. Wann geht's los? Im August. Ja, ich bin verheiratet. Ja, ich weiß. Ach, du weißt? Ja, ich hab's gehört. Ich bin auch schwanger. Verheiratet. Du bist auch schwanger, ja. Ja. Aber die kennst du nicht. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Hm. Schwangerschaft steht dir total. Siehst toll aus. Schön, sagt mein Mann auch immer. Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Geht mir auch so. Hey, wir sollten was trinken gehen. Ja? Ja. Da hat man beschlossen, dass mir man niemanden zur Seite stellt. Nett. Man möchte nicht, dass ich sowas nochmal mache. Hm? Wenn wir den Fragebogen jetzt... Ich habe gestern übrigens mit Dr. Gruschka telefoniert. Sie haben ihm den Obduktionsbericht vorgelesen. Wieso haben Sie den Obduktionsbericht? Wurde bei der Verhandlung vorgelesen. Den sollten Sie aber nicht haben. Der Richter hat ihn mir gegeben. Scheiß Araber, echt. Hoffentlich knallen Sie die alle ab. Scheiß Ziegenficker. Diese scheiß Verallgemeinerung. Ich wollte auch nur sagen dürfen, was man denkt. So, genau wegen sowas, ja? Wir müssen uns gegenseitig mehr den Rücken stärken, ja? Wir können uns nicht alles gefallen lassen. Und wir müssen auch Mut haben, den Stolz zu zeigen, dass wir stolz auf unsere Nation sind, ja? Dass wir da nicht mehr mitmachen. Und Rudi, du schuldest mir noch ein Bier. So, hier, du bist dran. Was ich gemacht habe, musste ich sehr verletzt haben. Und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Und? Haben Sie das Vorstellungsgespräch abgesagt? Nein. Aber die Bank will die Hypothek auf das Haus kündigen. Wenn ich den Job in Kaiserslautern bekomme, müssen wir sowieso umziehen. Ja, wenn. Und wenn nicht? Wirst du dann Straßenfeger? Charlie, du warst mal fast im Vorstand. Paula, bitte. Ich halte das nicht mehr aus. Wir sollten Sekt trinken. Aber den kannst du dir ja nicht mehr leisten. Ich bin das lebende Beispiel dafür, dass Arbeitslosigkeit nicht in Nixtuerei enden muss.